Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, Schulbau Hamburg ist bei der Finanzbehörde aufgehängt und wir haben heute einen sehr nervösen Finanzsenator Tschentscher gehört, der Zwischenfragen abwiegelte. Wir haben aber heute Morgen auch Schlagzeilen gelesen, dramatische Schlagzeilen. 2 Milliarden sollen investiert werden in den Schulbau, in die Sanierungen. Und wir müssen uns fragen, was steckt hinter dieser Schlagzeile? Und deswegen würde ich an dieser Stelle gerne zur Versachlichung der Debatte beitragen. Hinter der Schlagzeile von 2 Milliarden Euro steht ja vielleicht nur die 12-jährige Redaktionserfahrung von Schulsenator Rabe, der weiß, wie man Schlagzeilen platziert. Er war ja Redaktionsleiter 12 Jahre, bevor er ein paar Jahre Lehrer war. Vielleicht steckt aber auch etwas Vernünftiges dahinter. Lassen Sie uns dem einmal kurz nachgehen. 2 Milliarden in den Schulbau zu investieren, in die Sanierungen, in 7 Jahren, so steht es in der Zeitung, so steht es in der Pressemeldung, bedeutet mal eben schlappe 280 Millionen pro Jahr dort baulich umzusetzen. Das ist ein schönes Versprechen, aber ich möchte daran erinnern, und das ist der Fakt, dass Schulbau Hamburg mit den 85 Mitarbeitern, die dort im Baumanagement dafür zuständig sind, das sind die Zahlen, im letzten Jahr nur knapp 61 Millionen umbauen konnten, verbauen konnten. Mehr war dort planerisch nicht möglich. Und wir müssen uns doch als Abgeordnete fragen, und auch die Hamburgerinnen und Hamburger müssen sich fragen, wenn Schulbau Hamburg im letzten Jahr gerade mal 61 Millionen verbauen konnte und jetzt kommt der Senator und sagt, alles Schall und Rauch, wir machen jetzt 280 Millionen pro Jahr, wie denn das funktionieren soll. Darauf kommt es an, denn sonst, dazu haben wir bisher noch nichts gehört. Bisher ist das also an der Stelle nur Versprechung. Ich muss erinnern an den Hilferuf der Mitarbeiter von Schulbau Hamburg vom letzten Jahr. Die haben den Chef von Schulbau Hamburg angeschrieben und gesagt, wir können hier nicht vernünftig arbeiten. Die Organisation ist defizitär, wir sind personell nicht vernünftig ausgestattet. Wir können so das die Aufgabe von Schulbau Hamburg nicht erledigen. Seither ist faktisch nichts passiert. Die einzige Maßnahme von Senator Tschentscher bestand darin, die beiden Vollzeitgeschäftsführer, Herrn Teichert und Frau Burmeester, zu ersetzen durch 2 Halbzeitgeschäftsführer, nämlich Herrn Rowohlt und Frau Pape. Ja, das ist die einzige personelle Maßnahme. Wie dadurch eine Vervierfachung der Kapazitäten von Schulbau Hamburg erledigt werden soll, ist schlicht nicht nachzuvollziehen. Und wenn Sie, und das hat Senator Tschentscher und auch Schulsenator Rabe wahrscheinlich bisher nicht gemacht, wenn Sie mal direkt mit den Mitarbeitern von Schulbau Hamburg aus dem Baumanagement sprechen würden, ich habe das getan, dann würden Sie auch erfahren, wo denn die Ursachen vor allem zu suchen sind für die Probleme und für die Herausforderungen. Ein Problem sehe ich in der, ich will es ganz deutlich sagen, Eitelkeit des Senates. Versprochen worden sind vom Bürgermeister, dass die Schulen Paläste werden sollen. Der schulpolitische Sprecher, Herr Holster der SPD, hat vorhin noch bestätigt, jede Schule bekommt ihren repräsentativen, individuellen Neubau. Tolle Sache. Aber was bedeutet denn das? Wer schon mal gebaut hat, und das sagen auch die Mitarbeiter von Schulbau Hamburg, das bedeutet zusätzliche Architektenausschreibungen, aufwendige Einzelplanung. Statt effektiv vernünftige Serienplanung, Klassenräume können auch nach Serie gebaut werden. Dann werden sie einmal geplant und gebaut, dann könnte das klappen. Wir haben also hier ein Defizit und das Vorgehen des Senates bindet Planungskapazitäten und kostet erhebliches Geld. Der Plan, der gestern vorgelegt worden ist, ist auf den ersten Blick zunächst mal bedrucktes Papier, aber vor allem eigentlich nur ein Versprechen, nichts mehr. Es deutet im Moment nichts darauf hin, dass das, was da drin steht, die schönen Zahlen, in den nächsten 7 Jahren realistisch umgesetzt werden können. Der Vorschlag ist, und mein Appell an den Senat an dieser Stelle ist, Herr Tschentscher und Herr Rabe, sprechen Sie mit den Fachleuten im Baumanagement von Schulbau Hamburg. Tun Sie das endlich. Gehen Sie über zu einer vereinfachten Serienplanung und sorgen Sie dafür, dass in den nächsten Jahren das Baumanagement von Schulbau Hamburg mit Zeitverträgen, mit Fachleuten, mit Zeitverträgen so verstärkt wird, dass dort gearbeitet werden kann. Versprechen Sie nicht die 2 Milliarden oder eben waren es 4 Milliarden sogar noch in Ihrer Rede, Herr Rabe, sondern verbauen Sie erstmal 100 Millionen pro Jahr. Das wäre ja ein Anfang.
aber handeln Sie. Die Schülerinnen und Schüler haben es verdient. Vielen Dank.